Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf der Hinterkaifeck. 5.42 Uhr schon wach, meine Güte. Aber ich muss mal meinen Trecker suchen. Ich weiß gar nicht, wo der so genau. Wo der ist. Junge. Noch so müde, aber ich glaube, den habe ich bei Chantal. Oh Gott, wer ist er denn? Schuster! Was willst du? Guten Morgen erstmal. So auch so wach wie ich? Nicht so laut, ich habe Kopfschmerzen. Ich habe gerade noch mal herzhaft gegähnt. Oh. Ich bin so fertig, ey. Ja. So, sag mal, weißt du, wo mein Träger steht? Nee. Ich weiß noch, ich bin mit dem Träger und dem Wasserfass zum Wassertank. Ich suche ja meinen auch. Können wir zusammen suchen. Nee, also ich weiß zumindest, dass ich Wasser getankt habe und dann war mein Dann waren wir irgendwie auf der Grillfeier und dann habe ich keinen blassen Schimmer mehr. Aha. Ah. Ich glaube, mein Träger steht da hinten irgendwo. Wie sah denn dein Trecker aus? Ja, wie ein Deutz. Ich hätte jetzt. Ja. Und glaub, sag mal, warum ist meine Hose so nass? Bin ich irgendwie ins Wasser oder so? Ja, weil du da reingepuschert hast. Wolltest ja unbedingt an den Baum. Wolltest du ja. Und dann hast du die Hose wohl nicht mehr aufgekriegt. So mal die Case. Ja, also ich weiß, dass ich in einem Radlader wach worden. Achso, ich wollte gerade sagen, warum hängt. Mit wie viel Traktoren ich hier bin, weil das da ist mein Träger, hier ist mein Anhänger, da muss ja auch ein Träger vorhängen. Ach nee, der gehört Müller, okay. Müller ist doch deiner, oder nicht? Ja. Der pinke Walter, der passt irgendwie gar nicht zu deinem roten Case. Also das ist. Lila, sag mal lila Walter. Ja, ich weiß. Oh Gott, Scheiße, schrei doch nicht so. Oh, ich werde heute auch nicht mehr wach. Schrei doch nicht so, Mensch. Ich hab Kopfschmerzen. Ja, sag doch mal, wovon steckt die euch denn? Fängt die an, du ohne anzuschreien, ey. Ich wollte dich gerade wecken. Hör mal. Nicht so laut, ich hab Kopfschmerzen, Grütze fix, ey. Die hatte ein grauseliges Organ, ne? Was ist denn mit euch verkehrt, sag ich? So. Seid mal nicht so diskriminierend. Hallo? Ich wollte eigentlich den Franzl wecken und dann war der schon weg aus deinem Backe. Ja, wer abends saufen kann, kann auch so morgens aufstehen. Was? Aber dein Rausch hast noch nicht ausgeschlafen, wenn du so rumjammerst. Hä? Hä? Hast ganz schön einen Tee gehabt, wa? Das nicht mal mehr zu Hause in deinem Bett gefunden hast. Nee, Schuster-Scheiß Messwein gesaufe da. Jedes Mal hast du drummer Schädel auf, wenn der sein Messwein auspackt. Was hast du mit meinem Messwein? Ja, wenigstens war es dann nicht mein Bier. Bier? Bier und Korn? Ja, hast du bei mir gesoffen, weiß ich gar nicht mehr, ne? Kein blassen Schimmel. Weißt wenigstens noch, dass du die ganzen Steaks aufgegessen hast? Ich weiß von nichts, ich weiß bloß, dass ich satt bin. Ja. Klar. Ja, wenn du alles aufisst, musst du ja satt sein. Oh, scheiße, bin ich müde. Ich glaube, das reicht bestimmt für 3 Tage. Ich glaube, ein Steak müsste sich klein gehäckselt hinter deinem Pulli-Fan befinden. Den hat er irgendwo hingekotzt. Ich bin so müde, bin ich. Der hat sich auch noch nicht ganz gewaschen, ne? Der riecht noch ein bisschen nach Kotze. Was ist das früh? Hast du geguckt, ob er sich eingepinkelt hat? Das habe ich schon gefragt, wenn der Radlader gehört. Nee, was bin ich noch kaputt heute? Das war zu eindeutig zu spät und zu früh wieder auferstanden. Ja, Also auf dem Radlader-Lenkrad könnten vielleicht ein paar Bröckchen. Also siehst du, ich hab's dir gesagt, er hat bestimmt da sich übergeben. Hast du Bröckelchen gelacht oder was? Ja, ich glaub schon. Und das Sitz ist auch ein wenig nass. Egal, meine Troppe. Hat er doch in die Hose gedinkelt.
Und dein Sitz voll gepinkelt. Was? Nein, ich war auf Toilette. Sicher? Zumindest denke ich das. Du konntest doch nicht mehr laufen. Wie bist denn du auf Toilette? Oder hast du dann die Tür aufgemacht und rausgepinkelt oder was? Ja, irgendwie so in der Art. Oder habe ich reingepinkelt? Kein Na, Platz. klasse. Wer weiß das schon so Klasse, genau? klasse. Bin ich froh, dass du nicht auf meinen Traktor geschlafen hast, ey. Der wäre ja noch ungemütlicher gewesen als der Radlader. War ja der Radlader schon. Puh. Das merkt man doch gar nicht mehr, wenn Ja. man so betrunken ist. Ja, Aber aber wenn du ich mit. überlege überleg so, ne, wenn ich das so sehe, so diesen Anhänger und Mann, was haben wir hier einen Spaß gehabt? Kannst du dich noch daran erinnern, wo wir den Müller seinen Quad in so ein Ding gestellt haben und dann mit Korn aufgefüllt? Wo ist mein Und dann Quad? Wo ist mein Quad? hat er seinen Quad gesucht. Und konnte ihn unter dem Getreide nicht finden. Ich ahne fürchterliches. Wir haben so viel Scheiße mit Müller getrieben. So richtig, richtig viel. Der hat das ja nicht mal gemerkt. Also, ich habe mal eine andere Frage, ne? Na? Jetzt lacht mich aber nicht aus. Ich habe da unten eine Wiese und die ist abgemäht und ich weiß nicht, wie ich das Gras da wegbringen soll. Hör mal, dann nimmst du eine Hake und ein Eimerchen und dann sammelst du das alle fein lecker auf. Was? Ist das dein Ernst? Nee, ich hab keine Sie, Kinder. wie willst du sonst Aber machen? da werde ich ja nie fertig. Da müsst ihr mir ja helfen. Ja, nö. Welches Feld ist denn das überhaupt? Na, da unten. Ja, na, da unten sind wir so. Tolle Hör mal. Aussage. Na, da unten habe ich mir. Ja, Ja, super. komm Wo mal mit. unten? Ach nee, falsche Boah. Seite, da hinten. Ach, ach, hör auf, hier auf, früher am Tag. Boah, wie Da kann man nur. hinten. Raufsammeln. Kommt Wie kann schnell, man komm. so müde sein morgens um 6? Boah, frage ich mich auch gerade, warum du Boah, so ey. müde bist. Ich bin topfit. Jungbauer, du stinkst Boah. 7 Meilen gegen den Wind, du. Lass Ja, mich guck. in Ruhe. Alter. Guck mal, da ist gemäht, aber das sieht ja so komisch aus, das Gras. So kaputt aus. Das sieht kaputt aus, ne? Untersuch mal, du kennst dich aus. Ich bin halt nur ein Stadtkind, ich weiß da noch nicht so viel davon. Das ist Was ist das? Gras. Was Hä? hat die damit gemacht? Was ist denn das? Hat die gehäckselt oder was hat die damit gemacht? Ich nicht, ich bin Das einfach sieht, über. weißt du wieder, das sieht eher aus wie so Getreide oder sowas. Was hast du denn damit Ja, wie angestellt? Ackergras, weißt du? Aber hier ist Gras gewachsen. Ich habe das doch nur abgemäht. Und was ist das jetzt? Was anderes. Keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall Hast du Schwaden Gras. gelegt? Ne, Hast du Schwaden gelegt? Das sieht so breit aus. das scheint einfach bloß drüber gemessen zu sein und fertig. Dann gehst du jetzt erstmal mit dem Naja. Schwader drüber und machst Schwaden. So. Was ist denn ein Schwader? Ich glaube, sowas habe ich Ich nicht. gehe meinen Träger suchen. Schuster, Ich gehe mal erklärst du. gucken, ob du sowas hast. Ich wünsche euch was. Ade. Ja, ich bin ja schon wieder Danke. so müde. Oh, schrei nicht so. Danke, Bro. Oh Mann, wenigstens einer hilft mir. wie kann man so müde sein? Ich habe bloß keine, ich helfe nicht, ich habe bloß keine Lust zum Arbeiten. Naja, reicht So. ja, wenn du mir zeigst, was ich machen soll. Wo hast denn du deine Geräte? Die sind überall verteilt hier auf dem Hof. Ich habe das noch nicht sortiert. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Schwader habe. Ich glaube, ich habe gar keinen. Was ist das denn hier für ein Ding? Das ist doch der Mäher, glaube ich. Ist das denn Der Mäher oder ein Rasenmäher. Mulcher? Warte mal. Der Rasenmäher. Aha. Ich habe keinen Schwader. Das ist der Rasenmäher, glaube ich. Sieht eher aus wie ein Mulcher, aber ja, mal gucken. Wie heißt das Ding? Grünlandpflege. Escape. Kreiselecken, Maislücker, Mischstreuer, Mähtechnik. Ist das Das dieser ist Elho? ein Mähwerk. Ja, das ist ein Mähwerk. Genau, das macht immer Mäh. Arbeitsstätte für Schafe. Mähwerk.
rechts ja. Links hin, Hilfe. Ich such dein. Du hast keinen Schwader, oder wie? Nein, habe ich keinen. Ich muss wahrscheinlich einen kaufen. Ich guck mal, ob ich einen. Ich guck mal, ob ich schon einen habe. Ich hatte einen, aber der war ist irgendwie zwischenzeitlich mal angekommen. Oha. So was passiert hier auch. Wo ich echt eigentlich mal einen Träger hatte. Boah, rennt der. Was ist denn hier alleine? Ja, Mann, von hier aus kann ich nicht auf meinem Hof gucken, ob da ein Schwader ist, Mädel. Ich bin mal bei der Wiese, bis gleich. Wollen wir erstmal umgewöhnen hier, verdammte Scheiße. Schon ewig nicht mehr. Bremspedal liegt, Bremse liegt auf dem falschen Pedal. Ist doch grauenhaft, sowas. Kann man doch nicht mitfahren. So, aber ich müsste eigentlich einen Schwader haben. Glaube ich. Auch kein. Das kann ja wohl hier angehen. Wieso habe ich keinen Schwader? Ach so, ich weiß warum. Haha. Das Gaspedal klemmt auch. Der Träger fährt allein. Ist doch nicht mein Tag heute. Da hat sie ja schon einen. Ja, guck mal da. Machst du mit mir? Nix. Nicht überm Haufen. Ich muss nicht mal Gas geben. Mein Traktor fährt von alleine. Hast du dir jetzt einen Schwader gekauft oder was? Nö, das ist nicht meiner. Wem gehört denn der? Weiß ich doch nicht. Mal gucken. Ich brauche keinen. Ich habe diesen Krone zum Mähen. Der kann Schwaden legen. Der gehört den Franzl. Ach so. Ja. So. Da gehe ich mal da in den Laden und nimm den doch einfach. Ja, nimm den doch einfach. Häng an. Muss ich erst den Franz fragen, ob er mir den ausleiht? Quatsch. Was ist denn hier jetzt, du? Oh oh, der braucht den wahrscheinlich jetzt selber. Hansel. Ja, bitte. Ich habe gerade festgestellt, dass ich keinen Schwader habe. Ah. Und jetzt? Ich wollte dich fragen, ob du mir deinen ausleihen kannst. Wenn's den findest, kannst du ihn haben. Der steht vor deiner Nase. Das ist kein Schwader. Nett, was ist denn das dann? Nein, das ist ein Autostack Ballensammler. Ach verdammt. Ach, kann man auch kann als Schwader benutzen. Kann man mit dem keine Grasballen? Okay, deine Grasballen kannst du damit sammeln. Ja, aber kein Schwader. Dann kaufe ich mir jetzt einen, so. Ich hab zwar einen, aber wie gesagt, wenn's den findest, kannst du ihn haben. Nee, den suche ich jetzt nicht. Da tue ich mir leichter, wenn ich mir jetzt einen neuen kaufen gehe. Ja, mit Sicherheit. Also. Schuster, weil ich einmal da bin, gell? Was? Brauchst du ein neues Hufschild? Was brauche ich? Hat er dein Hufschild? Servus. Was hat er angestellt? Ja, besoffen ist der, wie ne. Hat er dein. Ich gehe jetzt mal. Geht ja hin. Aber ich muss mal gucken, ob ich nicht auch eine Wiese habe, die ich mähen kann irgendwie. Ich weiß gar nicht.
Hast du ein Meer? Dann kannst du dir mein Meer holen. Ich habe ein Meer. Ich habe sogar einen, ich glaube, ich habe einen großen sogar. Ich hab was ganz Tolles zum Mähen. Oh. Welche Wiese gehört denn mir überhaupt? Die 29. Oh, ich gehe jetzt mähen. Ich fahre jetzt dann mähen. Dann viel Spaß. Ich kaufe mir inzwischen ein Quader. Bis kannst dann. Ja mal, du kannst ja mal reingucken. Wo? Ja, wenn ich am Mähen bin, Mann. Du bist genauso. Ich muss auch einen Quader kaufen. Ich muss auch was arbeiten. Du bist genauso begriffsstutzig wie dein Opa. Ich komme ja auch aus der Stadt. Weggesorgt. Einmal OOC, liebe Leute, wenn mein Traktor hier so blöd durch die Gegend fährt, was er schon auf der Galgenberg getan hat, dann liegt das nicht an meinen tollen Fahrkünsten. Ich meine, die sind ja sowieso herausragend. Das, ne? Nee, ich habe kaputte Potis in der Pedalerie. Das Gaspedal ist im Eimer und das Poti fürs Bremsdingen auch. Da müssen erst neue rein. Und deswegen ist das so ein bisschen eingeschränkt. So, und jetzt fahre ich mähen hier. Also nicht wundern, wenn ich fahre wie ein Irrer, ne? Ich kann nichts dafür. Und das ist ungewohnt. Meine aktuelle Bremse liegt auf dem Kupplungspedal. Das Bremspedal selber ist leer und das Gaspedal macht, was es will. Halt doch mal an. So, jetzt wollen wir eben gucken, wo ich hin muss. Also, ich bin jetzt hier und da ist die 29. Dann fahre ich doch da rein und da. Obwohl, das ist doch Wald, oder? Wo habe ich denn? Wo habe ich denn Wiese? F ist Forstgebiet. Da eigentlich. Ich fahre da einfach mal hin. So, da links ist mein Wörtchen. Genau, da auf der Innenseite befindet sich nämlich. Oh, Pferdehof, den könnte ich mir auch kaufen. Ein paar Pferde halten, wenn sie alt genug sind, kommen sie dann in eine Wurst. Schwartablage. Was ist das für ein komisches Gras hier? Das sieht aus, was da rauskommt. Genauso kackbraun wie bei der Chantal. Na, was ist das denn?
Jetzt habe ich ein bisschen chaotisch gemäht irgendwie, aber naja. So, langsam wird man auch wach, du, nach so ein paar Schluck Kaffee, wa? Na, ich geh gleich mal gucken, was die da macht auf ihrem Acker mit ihrem... Kann sich doch hier mit sowas richtig... Zeit sparen. Echt ein komisches Gras. Und wie wendig das Ding ist. Ich überhaupt einen Ladewagen? Guck, siehst du uns schon fertig. So. Dann gucken wir mal, was der Chantal macht. Aha, wird hier schwadet.
Ja, grüezi! Wo kommst denn du her? Von der Wie? Ich hab gemäht und geschwadet in 10 Minuten, wo du hier 30 Tage für brauchst. Ja, Mann, du hast das ja auch schon lange gelernt und ich? Ich muss das erst noch lernen. Nee, ich hab die richtige Maschine. Na gut, du hast mir ja nicht gesagt, was ich mir am besten für eine Maschine kaufen soll. Na, sowas hier. Ich hab mich einfach beladen lassen und der hat mir dieses Ding hier angedreht. Ja, hier, sowas hier. Der Verkäufer hat gemeint, das ist das Beste, was ich kaufen könnte. Hm. Er hat wohl gemerkt, dass ich mich nicht auskenne, wa? Man muss sich sowas hier kaufen, aber es ist teuer. Ich guck's mir mal an. Ich glaube, eine halbe Million oder so. Halbe Million oder so. Ja, hätte ich mir schon leisten können. Aber der hat mir ja das Ding da angedreht und hat gemeint, für einen Anfänger reicht das. Mit dem kannst du nämlich mähen und schwaden gleichzeitig. Ja, cool. Nächstes Mal merke ich mir das. Da ist ja ein Feld von mir. Kann ich das schon abernten? Ja, du hast mir auch ein Feld gemobst, gehört bestimmt auch mir. Sorghumhirse. Ja, gut. Ich geh mal den Drescher holen. Ich muss Sorghumhirse abbauen. Okay. Dann kann ich nachher gleich das für dich einsammeln. Wenn ich fertig bin hier. Was einsammeln? Deine Hirse mit einsammeln. Mit dem LKW meine ich, mit dem Anhänger. Ach so. Ja. Wenn du willst, dass ich dir helfe. Können wir machen. Was sind denn hier blöde Bäume im Weg? So. Da steht der Drescher und da der Mähwerksdingenskirchen. Nee, ich hab doch. Foxy, Ruhe. Hast du deinen Hund wieder mit auf dem Träger? Ja. Er geht mir doch nicht von der Bälle, der Köter. Ich glaube, ich muss den jetzt mal abladen. Ich habe nur mal Angst, der kommt mir unter die Räder, weil der immer so aufdringlich ist und hier rumrennt. So, dann will ich mal rüberfahren. Aber, liebe Leute, ernten werde ich das in dieser Folge nicht mehr. Wir sind nämlich schon wieder am Ende angekommen. Ich werde den jetzt noch eben da hochfahren und dann ist es das für heute schon gewesen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Gesund und munter und ja, wer mag, lässt ein Däumchen da, einen netten Kommentar. Abo kostet euch auch nichts. Ja. So sieht's aus. So, dann fahre ich jetzt noch hier an die Seite. Upsala. Ja, man kann so ein
Drescher auch hochkant am Telegrafenmasten parken. Das geht also auch äußerst platzsparend. Was macht für ein Unsinn, ey. Mann, Mann, Mann. So, in diesem Sinne, ich bedanke mich und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Du hast Männchen gemacht. Ciao, tschüss, ciao. Leute.